So, hallo und willkommen zurück, meine liebe YouTube-Community. Das ist jetzt so ein Remaster von dem letzten Video, das ja durch den Wind sehr gestört wurde, sag ich mal. Und deswegen nehme ich heute mal von zu Hause aus auf, weil draußen ist es dann doch meistens ziemlich laut. Es könnte aber auch sein, dass hier bei mir daheim ab und zu mal super Sportwägen und laute Motorräder vorbeifahren. Also ich höre das in letzter Zeit immer öfters, dass irgendwelche krassen Sportwagen vorbeifahren und andauernd irgendwelche Fehlzündungen dann projizieren vor meinem Haus auf der Straße. Das finde ich irgendwie ein bisschen, ja, das ist zwar ein geiles Geräusch, muss man zugeben. Der Motorsound und die Motorsounds und die Fehlzündungen, das sind schon geile Geräusche. Aber irgendwann, wenn sie zu, ich sag mal, wenn sie zu oft vorkommen, dann grenzt das schon an einer Lärmbelästigung. Naja, aber egal. Ja, das wäre dann eine neue Regel vielleicht für die Michaelstraße, dass man da dann nur noch Autos mit geringem ist nur noch diese Straße ist nur noch passierbar für Fahrzeuge mit geringem Motorsound und mit weniger als 200 PS oder so. Also das, dann hätten wir die Probleme, glaube ich, bekämpft, weil dann wäre es garantiert nicht mehr so laut auf der Straße. Ja, auf jeden Fall möchte ich zum Punkt kommen, und zwar im letzten Video habe ich ein paar Ich habe ja über einige Themen gesprochen wieder. Und dieses Mal habe ich darüber gesprochen, wie sich meine persönliche Zukunft für mich verändert. So wechsle ich in ein Berufsbildungswerk nach Waiblingen bei Stuttgart. Und da darf ich vorerst nur noch an jedem zweiten Wochenende nach Hause fahren. Deswegen und dort Videoaufnahmen zu machen, weiß ich nicht, inwiefern mir das möglich ist. Deswegen ja, habe ich eben gesagt, dass ab September sich dann eventuell, dass sich halt die Regelmäßigkeit meiner Videos ab da dann verändern könnte, aber das sollte ja jetzt noch kein Thema sein. Wir haben ja noch Zeit bis dahin und so weiter. Und dann habe ich noch einen Vorschlag für ein eventuell neues Videoformat. Und zwar, ich bin ja sozusagen YouTube Blogger, und Blogger machen ja auch Werbung für bestimmte Produkte. Meine Produkte wären jetzt besonders mal Videospiele. Und zwar möchte ich euch mal über das Spiel erzählen, etwas erzählen und das Spiel mal erklären, das ich im Moment am liebsten zocke. Und zwar ist das The Crew 2. Ich gehe mal davon aus, dass den Vorgänger vielleicht jeder so einigermaßen kennt. Auf jeden Fall, The Crew 2 zocke ich gerade am liebsten. Aber worum geht es bei The Crew 2? Also The Crew 2 hat nichts mehr zu tun mit dem ersten Teil und hat den ersten, also ist, wie ich finde, bisher deutlich besser als der erste Teil. The Crew 2 hat keine Story. The Crew 1 hatte eine Story. The Crew 2 hat keine Story, macht aber trotzdem mega Spaß zu spielen. Und zwar, weil es da eine Rennsportserie gibt, eine ziemlich bekannte oder in-game eine ziemlich bekannte, und zwar die Live-Series. Und die bietet halt verschiedene Events an für verschiedene Arten von Fahrzeugen. Und damit meine ich jetzt nicht nur Autos, damit meine ich verschiedene Fahrzeuge, also außer Autos grob gesagt noch Flugzeuge und Boote. Aber es gibt natürlich verschiedene Fahrzeugarten. Da gibt es zum einen die Fahrzeuge für Straßenrennen, also normale Straßenwagen. Dann gibt es natürlich Offroad-Boliden für Offroad-Veranstaltungen. Dann gibt es Motorräder, normale Motorräder, die kann man auch bei den Straßenrennen dann benutzen. Dann gibt es Motocross-Bikes, also auch Motocross-Veranstaltungen. Und dann gibt es Buggies für das Offroad. Auch natürlich,
Also Offroad-Bikes weiß ich nicht. Ich glaube, Offroad-Bikes, das sind nur die Motocross-Bikes, die es für Motocross-Veranstaltungen gibt. Und dann eben Speedboote, Powerboote, kann man auch sagen, für Powerboat-Events, also für Powerboat-Events, für rasante Bootsrennen. Ja, genau. Auf dem Wasser, also durch Flüsse heizt man dann da oder auch mal Teil aufs Meer hinaus und das macht dann auf jeden Fall richtig viel Spaß. Die Spielwelt ist eine Miniaturversion der USA. Das heißt, es sind die absoluten Großstädte, die es in den USA gibt, die sind mit drin, auch in Miniatur, die Stadtgebiete. Es gibt auch kleinere Städte, die drin sind, aber so ganz kleine Ortschaften, sogar die gibt es, aber die haben dann keinen Namen, ja. Und die Spielwelt besteht natürlich aus den ganzen Landschaften, die die USA natürlich besitzt. Und da wären natürlich Wüsten sind da dabei, das sind Berglandschaften dabei, das sind einfach ebene Landschaften wie in den Südstaaten dabei, einfach so da, wo man dann verschiedene Farmen und so weiter, Bauernhöfe sehen kann und so weiter. Und ja, dann gibt es natürlich auch noch die Ostküste, die Niagarafälle, Ostküste oder Nordostküste. Und dann gibt es halt verschiedene Sehenswürdigkeiten, die USA halt eben besitzt. Die gibt es da auf jeden Fall. Sind alle mit drin. Also die absoluten Sehenswürdigkeiten, die man als Tourist unbedingt dann sehen muss, wenn man mal dort ist. Die sind auf jeden Fall im Spiel mit drin. Und diese Live-Series, da gibt es dann auch besondere Events. Also es gibt natürlich verschiedene Kategorien, wie ich ja schon gesagt habe. Da gibt es einzelne Events. Und dann gibt es aber auch die Live Extreme Series. Und das sind so Mega-Events. Die kann man dann freischalten mit der Zeit. Und zwar sind das dann eben Events, wo alle drei Kategorien, also sowohl Straßenrennen oder Offroad, als auch Flugzeuge und Boote, alle gefahren oder beziehungsweise geflogen werden in einem Event. Und das ist natürlich richtig cool, das wechselt sich dann so ab. Das sind dann die absoluten Highlights, die es da gibt in dem Spiel. Und es ist natürlich ein Online-Spiel, ein MMO Open World Racing Game. Und das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. So kurz gesagt, Preis beläuft sich dabei, wenn ihr die normale Version holt, die eigentlich, denke ich, es gibt halt mehrere Versionen vom Spiel, aber hier die normale Version nochmal, die reicht eigentlich aus für alle, die es sowieso nicht kennen, die auch den ersten Teil nicht gespielt haben. Denen kann man auch sagen, das ist egal, weil, wie gesagt, man kann The Crew 2 zocken, auch wenn man den ersten Teil nicht kennt. Wie gesagt, es gibt nur die Map, ist halt die gleiche. Auch die wurde ein bisschen bearbeitet. Also, das auf jeden Fall mal dazu. Und das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Der Preis beläuft sich also, oder belief sich, glaube ich, auf 59,95. Also mit 60 € müsst ihr rechnen. Für die PS4 gibt es das, für die Xbox One, aber natürlich auch für den PC. Genau. Ja, das wäre einfach mal so Werbung für ein Ubisoft-Spiel. Man kann es kein Product Placement nennen. Ich habe zwar das Produkt in die Kamera gezeigt, aber ich werde dafür nicht bezahlt. Also ist es kein Product Placement. Beziehungsweise vielleicht ist es das schon, aber wenn einer von Ubisoft das vielleicht sehen sollte, dann meldet euch bei mir. Ich würde gerne Werbung für eure Spiele machen, weil eure Spiele sind halt schon, finde ich, richtig geil. Und ich könnte gern Werbung für Spiele machen, weil ich kann gut euch die erklären, auch in der kurzen Version. Ja, und dann habe ich noch ein anderes Spiel aus dem Hause Ubisoft, über das ich sprechen möchte, und zwar Far Cry 5. Das möchte ich euch jetzt aber nicht genauer erklären. Da würde ich euch empfehlen, dass ihr euch einfach mal vielleicht das GameStar Review oder so dazu anschaut. Da ist es natürlich erklärt, um was es genau geht. Far Cry 5 möchte ich auf jeden Fall sagen, habe ich mal angezockt, aber das war nicht so ganz, oder das ist nicht so ganz mein Ding. Worauf ich hinaus möchte, wäre vielleicht, wenn sich einer für Far Cry 5 interessiert, für die PS4,
dann fände ich es cool, wenn es jemand vielleicht von mir abkaufen würde. Und zwar jeder, der sich dafür interessiert, kann entweder das in die Kommentare mal schreiben oder mich auf Instagram anschreiben. Und dann können wir da vielleicht so einen Preis, beziehungsweise nee, das machen wir dann auf Insta, so einen Preis vereinbaren. Und dann kann ich euch das vielleicht dann, wenn ihr mir eure Adresse sagt, dann auch zuschicken. Und das fände ich dann nämlich ganz cool, weil ich brauche das. Also für mich brauche ich es nicht. Also ich habe mir jetzt das Ende des Spiels mal über ein Gronkh Let's Play angeschaut, weil das Ende mich halt interessiert hat. Aber ja, also es war so eine Art, ja, es war quasi kein Happy End. Aber gut, mehr möchte ich darüber jetzt nicht sagen. Genau, schaut euch ein GameStar Review zum Spiel an. Und dann versteht ihr auch, was ich meine. Und dann, also wenn ihr euch für das Spiel interessiert, mir gerne schreiben auf Instagram. Ich werde natürlich auch meinen Profilnamen jetzt wieder in die Beschreibung packen und dann können wir da vielleicht einen fairen Preis verhandeln. Gut, das wären eigentlich fast alle Themen in diesem Video gewesen. Jetzt kann ich natürlich noch was hinzufügen. Und zwar hat meine Mutter beim Spazierengehen zuletzt oder beim Wandern gehen eine Fahne entdeckt, und zwar wegen dem WM-Finale für Kroatien. Das fand ich dann relativ cool, dass ich die hatte. Somit war klar, für welche Mannschaft ich im WM-Finale war. Das ist einfach nur so vielleicht noch als Ergänzung dazu zu dem Video. Und ja, sonst hätte ich dann noch die Frage für die Comments, und zwar würdet ihr das interessant finden, dass ich euch vielleicht verschiedene Spiele, also dass ich mir ein bestimmtes Spiel raussuche und euch das mal detailliert erkläre, sodass ihr genau wisst, nachdem ihr euch mein Video angeschaut habt, um was es in dem Spiel geht und ob ihr vielleicht selbst Interesse daran hättet, das dann auch selber zu zocken und es euch holen wollt, dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr meint, dass so ein Format vielleicht interessant wäre, dass wir über Videospiele reden. Genau. Also ich bin da auch relativ gut informiert über die Spiele, die ich euch dann natürlich erzählen werde. Aber das würde den Rahmen dieses Videos sprengen, und deswegen, da müssen wir ein extra Video für ein Spiel vielleicht mal machen in Zukunft. Also wäre das eine gute Idee? Wenn ja, für die Zukunft, dann schreibt es mir in die Kommentare, wenn es eine gute Idee wäre. Und ansonsten natürlich gerne ein Like auf das Video dalassen. Und ja, ansonsten bin ich durch mit allen Themen für jetzt erstmal. Und ja, dann wünsche ich euch was, egal wann ihr euch das Video dann anschaut. Und ja, sag auf jeden Fall bis denne, also bis zum nächsten Video und ciao.